Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Anlage Profi TV. Auch heute wollen wir Sie natürlich wieder über die neuesten Entwicklungen im Börsenwettbewerb des Jahres informieren. Wer ist der neue Wochensieger und wie schlägt sich eigentlich die Damenwelt im Wettbewerb? Das klären wir jetzt alles und dazu schalten wir direkt an die Börse nach Frankfurt. Dort steht jetzt Felix Schröder von der DZ Bank. Er wird uns jetzt Rede und Antwort stehen. Hallo, Herr Schröder nach Frankfurt. Hallo, guten Tag, Frau Zink. Die fünfte Woche von Anlage Profi TV liegt schon hinter uns. Wer war denn diesmal Wochensieger und wer steht noch mit auf dem Siegertreppchen? Christine H. ist Wochensiegerin in dieser Woche geworden. Ruhepuls ist auch auf dem Treppchen gestanden als Monatssiegerin in der letzten Woche. Und das ist doch recht interessant. Zwei Damen auf den vorderen Plätzen. Das freut uns auch sehr. Interessant ist eben auch, dass beide Damen Positionen auch länger im Depot halten. Zumindest für Ruhepuls möchte man meinen, gerade in der Ruhe liegt die Kraft. Mit welcher Strategie und welchen Trades war denn unsere Wochensiegerin Christine H. so erfolgreich? Christine H. sieht sich selbst auch und beschreibt sich selbst als trendorientierte Anlegerin. Das heißt, sie ist gerne bereit, Positionen auch länger zu halten, um natürlich Gewinne eben einfach auch laufen zu lassen. In der letzten Woche war sie besonders aktiv im Bereich Währungen, mit Währungen unterwegs. Sie hat also 5 Turbo-Optionsscheine Short auf Euro-US-Dollar gehandelt. Und was wir dann in der letzten Woche gesehen haben, ist eben, dass die Gemeinschaftswährung deutlich an Wert verloren hat, so deutlich wie seit 16 Monaten nicht mehr. Mit der Folge, dass Christine H. eine Depot-Performance von rund 200% einstreichen konnte. Darüber hinaus hat sie auch sie hat gehandelt mit US-Dollar, Yen, japanische Yen, und auch da 84% in einem Long-Turbo-Optionsschein rausgeholt. Also sehr interessant auch deshalb, weil sie in der Woche, in der sie gewonnen hat, keine einzige Order im Depot hatte. Das heißt, sie hat also wirklich die Sachen durchlaufen lassen. Christine H. ist also unsere aktuelle Wochensiegerin. Nehmen wir das doch mal zum Anlass, um allgemein über den Anteil der Frauen im Wettbewerb zu sprechen. Wie hoch ist der denn eigentlich? Ja, der Frauenanteil liegt auch wie 2012 schon recht gering. Dieses Jahr bei 11% aktuell. Das ist recht wenig und sehr bedauerlich. Gerade auch deshalb, weil die Damen im Wettbewerb eigentlich eine sehr gute Performance hinlegen. Und das nicht nur in der Spitze. Die 46% der Damen im Wettbewerb haben aktuell eine Depot-Performance von über 100, also eine 100.000 Euro, ein Depotstand von über 100.000 Euro, was eben bedeutet eine positive Depot-Performance. Bei den Männern sind es nur 42% mit einer positiven Depot-Performance. Da könnte man ja fast sagen, Qualität geht hier vor Quantität. Sage ich erstmal danke für den Moment, Herr Schröder, und wir sprechen dann auch gleich weiter. Nun aber nochmal der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, dass Sie sich immer noch anmelden können und damit auch immer noch die Chance haben, Anlageprofi 2013 zu werden. Und Herr Schröder hat es ja gerade schon erwähnt, auch die Frauen unter Ihnen dürfen oder müssen sich hier unbedingt auch angesprochen fühlen. Die Anmeldefrist, die läuft noch bis zum 15. Dezember. Gehen Sie einfach auf nito.de oder eben auf anlageprofi.tv. Dort finden Sie dann alle weiteren Informationen. Und damit kommen wir jetzt auch gleich zur nito.de Expertenecke. Diesmal stehen bei uns die Währungen im Mittelpunkt und die Frage der Woche, die lautet demnach: Wann macht ein Investment in Währungen Sinn und wie können interessierte Anleger diese Anlageklasse für sich entdecken? Herr Schröder, unsere Wochensiegerin Christine H. war, wie wir gerade besprochen haben, sehr erfolgreich mit dem Devisenhandel. Bei ihr hat ein Investment in Währungen offenbar Sinn gemacht. Aber wie gestaltet sich denn allgemein die Situation mit den Währungen im Allgemeinen? Was sollte man hier beim Handel beachten? Gut, Währung, das ist, wird oft auch die Königsklasse im Trading bezeichnet. Das liegt sicherlich auch daran, weil der Forex-Markt eben der größte und liquideste Markt in der Welt ist. Man kann im Währungsmarkt aktiv werden als Daytrader, dass man täglich eine Position reinstellt und eben auf entsprechende Kursbewegungen hofft oder setzt. Man kann Währungen eben auch zum Absichern von Kursschwankungen verwenden für bestehende Depotpositionen oder eben auch als Depotbeimischung betrachten. Wir bei Initeo finden Sie Währungen, also Produkte auf 20 unterschiedliche Währungspaare, Long und Short, mit einem spekulativen Hebel, aber eben auch mit einem konservativen Hebel. Das heißt Hebelprodukte, wir reden hier über Turbo-Optionsscheine, Endlos-Turbos, Mini-Future und eben alle weiteren relevanten Hebelproduktstrukturen.
Um in Währungsprodukte zu investieren, sollte man sich vielleicht vorher ein bisschen mal belesen. Wir haben auf neteo.de, für die, die es noch nicht kennen, die sich noch nicht auskennen, eine umfassende Broschüre zu dem Thema bereitgestellt. Mit Tipps und Tricks eben für die Währungsanlage. Darüber hinaus kann man dann natürlich auch gerne solche Produkte mal ins Depot legen, beim Anlageprofi, dort einfach mal die Funktionsweise testen. Und dann heißen wir eben alle Teilnehmer herzlich willkommen und auch Ihre Zuschauer natürlich in der spannenden Welt der Währungen, gerade mit den Derivaten der DZ-Bank. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Felix Schröder, für Ihre Erläuterungen und Einschätzungen und bis zum nächsten Mal dann. Danke, Frau Zink. Und falls Sie auch noch eine Frage zum Anlageprofi 2013 haben, dann schicken Sie einfach eine Mail. Die Adresse lautet anlageprofi@dzbank.de. Die nächste Ausgabe von Anlageprofi TV sehen Sie dann in 2 Wochen am 22. November. Bis dahin viel Erfolg und viel Spaß beim Traden.